Liebe Freundinnen und Freunde der Orgelmusik, ich begrüße Sie ganz herzlich zu diesem sechsten und letzten Orgelkonzert der Reihe Orgelmusik erleben, hier in der schönen Barockkirche St. Peter. Seien Sie auch willkommen im Namen der hiesigen Pfarrgemeinde, des geistlichen Zentrums St. Peter und im Namen von Bezirkskantor Johannes Götz, unserem Interpreten und Spiritus Rector. Was Johannes Götz die letzten Wochen hier geleistet hat, ist kaum zu ermessen. Am Anfang stand die Idee, trotz der Pandemiebeschränkungen Orgelkonzerte stattfinden zu lassen. Aber von der Idee bis zur Ausführung ist es ein weiter Weg. Und allein 6 Orgelkonzerte zu konzipieren, zu organisieren, zu registrieren, zu repetitieren, dazu noch ein ganz neues Format zu etablieren und das Ganze dann auch noch zu präsentieren und das an 6 Sonntagen in Folge, das ist schon eine ganz gewaltige Aufgabe. Und einen Applaus wert. Hier ist Johannes Götz. Genau dahin stelle, wo die Markierung ist, damit ich im sogenannten Livestream gesehen werden kann. Dieses Konzert wird nämlich wie alle vergangenen Konzerte in diesem Orgelsommer auch auf YouTube live gestreamt. Auch das ein Novum und der Pandemie geschuldet. So können auch Zuhörende, die keinen Platz mehr in der Kirche gefunden haben oder von weiter her kommen, das Konzert verfolgen. Herzlich willkommen auch Ihnen am Bildschirm. Sie haben heute das Privileg, dass Johannes Götz das gesamte Konzert von hier unten aus spielen wird, vom Spieltisch der Chororgel aus. Die technisch ausgefeilte Orgelanlage in St. Peter macht es möglich, dass beide Orgeln, also die Chororgel hier unten und die Emporenorgel, von oben oder unten angesteuert werden können. Meist bleibt der Organist ja oben auf der Empore unsichtbar. Bei uns können Sie ihm heute auf die Füße und Finger schauen. Mein Name ist Monia Sobotka und ich werde Sie heute durch das Programm führen, sozusagen Ihr Audioguide durch die Bilder einer Ausstellung, die Lautmalereien. Eigentlich müsste es streng genommen Tonmalereien heißen, denn die Lautmalerei oder griechisch Onomatopoesie ist ein Stilmittel der Rhetorik. Außersprachliche Phänomene wie Tierstimmen, Naturgeräusche oder militärische Klänge werden mit den Mitteln der Sprache nachgeahmt. Unsere Sprache ist reich an solchen Lautmalereien, knistern, rauschen, krachen, blubbern, muhen, tirillieren, zwitschern, quaken, kikeriki. Und auch in die Comicsprache hat die Lautmalerei Einzug gehalten. Puff, peng, zisch, bumm, zack, boing, schluck, seufz, blubber, krach. Auch die Musik ist in ihrem Ursprung eine nachahmende Kunst. Und schon der frühe Mensch hat Tierstimmen und Naturgeräusche auf Knochenflöten oder mit seiner eigenen Stimme nachgeahmt. Und davon künden uralte Schöpfungsmythen, zum Beispiel jener der Hopi-Indianer aus Nordamerika. Daran erschaffen der Sonnengott und die Spinnenfrau einen ersten zauberhaften Gesang aus wehenden Winden und strömenden Gewässern. In der Antike erhebt Aristoteles die Mimesis, also die Nachahmung, zum Leitprinzip der Künste. In seiner Poetik schreibt er: Denn von den Dingen, die wir in der Wirklichkeit nur ungern erblicken, sehen wir mit Freude möglichst getreue Abbildungen, zum Beispiel Darstellungen von äußerst unansehnlichen Tieren oder von Leichen.
Die Kunst also als Ventil für das Erleben von zum Teil verstörender Realität. Und damit sind wir schon mittendrin in den Lautmalereien. Die Nachahmung im Sinne des Aristoteles erfasst auch die Musik und bringt in der Neuzeit sogar eigene Genres hervor, wie die sogenannte Battaglia oder französisch Bataille, zu Deutsch die Schlacht. Das Schlachtengemälde ist nicht nur in der bildenden Kunst, sondern auch in der Musik ein beliebtes Sujet. Da können sich die Komponisten so richtig austoben. Pferdegetrappel, zischende Pfeile, krachende Kanonen, Trompetensignale, Bläserfanfaren, Schlachtengetümmel. Von Clément Jeanquin's La Guerre aus dem 16. Jahrhundert bis zu Beethovens sinfonischem Schlachtengemälde Wellingtons Sieg kennen wir unzählige Beispiele für solche Bataillen. Die Orgel scheint zunächst einmal nicht das Instrument der Wahl für eine Kriegsmusik zu sein, wobei sich die Kirche in Kriegsangelegenheiten nicht nur als Friedensstifterin hervorgetan hat. Abgesehen davon ist die Orgel aber auch ein lautmalerisches Instrument. Ihre Pfeifen ahmen verschiedene Instrumentenklangfarben nach und da eignen sich die bunten Bläserklangfarben natürlich hervorragend für ein Schlachtengemälde. In unserer Battaglia des portugiesischen Barockkomponisten Antonio Correa de Braga geht es recht gesittet zu. Kein Hinterhalt oder Überraschungsangriff, kein blutiges Gemetzel. Vielmehr wird hier eine wohlgeordnete Schlachtenaufstellung in Szene gesetzt. Die Truppen der gegnerischen Heere in ihren prächtigen Uniformen mit glänzenden Waffen und wehenden Fahnen marschieren, galoppieren oder tänzeln in ihre Reihen. Denn das Ganze klingt eigentlich ziemlich fröhlich und südländisch beschwingt. Und Johannes Götz hat sich für die reizvollen Echo-Effekte in dem Stück etwas ganz Besonderes ausgedacht. Die beiden Orgeln, also oben und unten, werden sozusagen gegeneinander scharmützeln. Thank you.
frühbarocke Programmmusik. Nach diesem Scharmützel zweier Orgeln kommen wir zu pastoralen Klängen. Cuculus canorus, schon der lateinische Name lautmalt seinen charakteristischen Ruf, den des Kuckucks. Seinen Namen ruft der Kuckuck, einer Legende nach übrigens deshalb, weil er während der Erschaffung der Tiere die Vergabe seines Namens verschlafen haben soll. So blieb ihm nur sein Ruf übrig. Hören kann man ihn gut, aber haben Sie ihn schon mal gesehen? Der Kuckuck ist nämlich ein ziemlich scheuer Waldbewohner. Außerdem hält er sich in unseren Breiten nur wenige Monate auf, von Mitte April bis Mitte August. Jetzt ist er also schon unterwegs in den Süden. Er fliegt bis unter den Äquator. Gut 10.000 Kilometer legt der Kuckuck auf seiner Reise nach Afrika zurück. Als man vom Vogelzug noch nichts wusste, dachte man daher, der Kuckuck verwandle sich im Herbst in einen Sperber, und damit erklärte man sich sein Verschwinden. Und tatsächlich sieht der Kuckuck einem Sperber nicht ganz unähnlich. Auffällig ist natürlich auch sein einmaliges Fortpflanzungsverhalten. Schon Aristoteles wusste aus eigenen Beobachtungen darum und hielt den Kuckuck für feige. Daher könne er seine Jungen nicht verteidigen und überlasse die Aufzucht lieber anderen. Lassen Sie sich also ja kein Kuckucksei ins eigene Nest legen. Apropos Aberglaube, früher brachte man den Kuckuck mit dem Teufel in Verbindung, daher der Ausdruck »Hol's der Kuckuck« oder »Zum Kuckuck«. Und manche von Ihnen kennen sicher den Brauch, die Kuckucksrufe zu zählen mit der Frage »Kuckuck, sag mir doch, wie viele Jahre leb ich noch?« Das markanteste Merkmal am Kuckuck ist zweifellos sein charakteristischer Ruf. Der ist einfach unschlagbar simpel, jedes Kind kann ihn nachsingen. Und übrigens sind es nicht immer nur eine kleine Terz, die diese zwei Töne bilden, wie es landläufig so heißt. Johannes? Genau, sondern manchmal auch eine große Terz. Bitteschön. Oder sogar eine Quarte. Und damit sind wir schon beim Thema. Denn für die musikalische Lautmalerei ist dieser markante Ruf natürlich prädestiniert. Kuckuck, Kuckuck ruft's aus dem Wald oder der Kuckuck und der Esel. Kinderlieder, die wir alle kennen und deren Texte übrigens von keinem geringeren als dem Dichter unserer Nationalhymne stammen, von Heinrich Hoffmann von Fallersleben. Auch in der klassischen Musik erfreut sich der Kuckuck großer Popularität. Da gibt es unzählige Beispiele von Antonio Vivaldi aus seinen Vier Jahreszeiten über Händels beliebtes Orgelkonzert »The Cuckoo and the Nightingale« bis hin zu mal wieder Beethoven und seiner sechsten Sinfonie, der Pastorale. Und die Orgel erweist sich einmal mehr als ideales Instrument für den flötenden Klang des Kuckucksrufes. Über 200 Mal ertönt der Ruf im kunstvoll verzierten und spielerischen Capriccio sopra il Cuckoo des deutschen Barockkomponisten Johann Caspar Kerl, einem der bedeutendsten und virtuosesten Organisten des Frühbarock. Johannes Götz hat es sich nicht nehmen lassen, dieses raffinierte Stück auch raffiniert zu registrieren bzw. orchestrieren. Wir dürfen gespannt sein. Und damit nicht genug. Der Kuckuck ruft weiter. Nach dem Capriccio kommt das Carpaccio. Das steht nicht in Ihrem Programmheft, denn es ist ein Überraschungsgang, den uns Johannes Götz da serviert. Ein Carpaccio sopra il Cuckoo, eine parodistische Improvisation. Mit dabei natürlich der Kuckuck, aber auch Olivier Messiaen,
der Ornithologe unter den Komponisten und so manches bekannte Volkslied, das durchaus auch mal einen Ausflug in den Jazz unternimmt. Jetzt aber erstmal der barocke Kuckuck von Johann Caspar Kerl.
Carpaccio sopra il cucù, eine parodistische Improvisation von Johannes Götz. Noch ein Nachtrag zum Kuckuck von der Vogelanwältin Monja Sobotka. Der Bestand des Kuckucks ist stark rückläufig und daran nicht unschuldig sind wir. Beherzigen wir also, was schon im 19. Jahrhundert der berühmte Tiervater Alfred Brehm propagiert hat. Es sei, schreibt er, die Pflicht jedes vernünftigen Menschen, dem Walde seinen Hüter, uns den Herold des Frühlings zu lassen, ihn zu schützen und zu pflegen, so viel wir dies imstande sind. Wir überspringen das 18. und gelangen direkt ins 19. Jahrhundert. Die Lautmalerei findet sich hier in der sogenannten Programmmusik wieder, einer Musikrichtung, die im Gegensatz zur absoluten Musik einem außermusikalischen Programm folgt. Das können Naturschilderungen sein, wie die Moldau von Smetala, mythologische Stoffe wie Prometheus von Franz Liszt oder auch das Drama um eine unerfüllte Liebe, wie in der Symphonie Fantastique von Hector Berlioz. Ein französischer Kollege von Berlioz, ein gewisser Jules Blanc, über den rein gar nichts Biografisches bekannt ist, hat eine sehr naturalistische Programmmusik geschrieben. La procession de la fête d'un village, surprise par un orage. Tableau musical composé pour orgue. Festprozession eines Dorfes von einem Gewitter überrascht. Musikalisches Bild für Orgel. Hier begegnen uns laut Malereien quasi mit jedem Tasten- und Pedaldruck. Im Vorwort zu La Procession liefert uns Blanc sogar eine detaillierte Anleitung, wie man Gewitter auf der Orgel imitieren kann. Er schreibt: Bei Orgeln, die einen besonderen Tritt für Donnerschläge besitzen, zieht man die Grundregister von 8 und 16 Fuß und danach drückt man mehr oder weniger auf den besagten Tritt und versucht, das ferne Donnergrollen zu erzeugen. Für die stärkeren Donnerschläge nimmt man die Zungen hinzu. Wenn die betreffende Orgel den besagten Tritt nicht hat, stellt man die Füße quer auf die Pedaltasten des großen Pedalwerkes und versucht, die gleiche Wirkung zu erzeugen, indem man mehr oder weniger Tasten drückt. Einen speziellen Donnertritt hat unsere Orgel nicht, aber wir haben ein Donnerbrett aus dem Baumarkt und Johannes Götz wird jetzt demonstrieren, wie sich damit ein Donner erzeugen lässt. Ja, ein Cluster also eigentlich, wie man heute sagt, und das lange vor den Klangexperimenten der musikalischen Avantgarde im 20. Jahrhundert. Und auch sonst wartet der Komponist hier mit lautmalerischen Schmankerln auf. Rasende Läufe für starken Wind, vibrierende Tremoli für Regen, chromatische Aufgänge für Blitze. Fast scheint es,
als wolle er sich damit einen Spaß erlauben. Viel Vergnügen also bei der Prozession mit Gewittereinlage. Und damit Sie wissen, was gerade so vor sich geht, gibt es zwischendurch die Überschriften zu den einzelnen Sätzen. Zu Beginn gehen die Dorfbewohner zur Kirche unter den Klängen einer Musette. Verkünden das Fest. Auszug der Prozession mit Trommeln und Militärmusik. Thank you.
Kirchenlieder der Jungfrauen. Beginn des Gewitters. Gewitters. Thank you.
Rückkehr der Prozession zur Kirche. Heimkehr der Dorfbewohner in ihre Häuser. Über solche Art von naiv nachahmender Programmmusik hat der Chefmusikkritiker des 19. Jahrhunderts, Eduard Hanslick, nur die Nase gerümpft. Er leugnet vehement alles Außermusikalische in der Musik. In seiner berühmten musikästhetischen Schrift »Vom musikalisch Schönen« von 1854 schreibt Hanslick: »Ein Thema können alle Naturstimmen der Erde zusammen nicht hervorbringen, eben weil sie keine Musik sind.« Und bedeutungsvoll erscheint es, dass die Tonkunst von der Natur nur Gebrauch machen kann, wenn sie in die Malerei pfuscht. Für Hanslick, den Wagner-Verächter und Brahms-Bewunderer, ist die Musik eine absolute, eine Geisteskunst. Immerhin räumt Hanslick ein, dass die Natur der Musik Impulse zu Motiven von selbstständiger Schönheit hergeben könne. Die Natur also als Impulsgeber für die Kunst, nicht als reales Vorbild, das man nachahmen kann. In diesem Sinne könnte auch das folgende Werk verstanden werden, denn der Gegenstand, um den es da geht, entzieht sich einer reinen Nachahmung. Er ist sozusagen undinglich, lux aeterna, ewiges Licht. Und sogleich stellt sich die Frage, wie komponiert man eigentlich Licht, beziehungsweise kann Licht klingen? Der finnische Komponist Jonas Kokkonen findet darauf 1974
seine ganz eigene Antwort. Und die hat wenig gemein mit der zwar großartigen, aber doch sehr konkreten Darstellung der Lichtwerdung in Joseph Haydns Oratorium »Die Schöpfung«. Da legt Gott auf das Stichwort Licht buchstäblich den Schalter um und schlagartig wird es hell in strahlendem C-Dur. Eine unglaubliche Wirkung, die das Publikum damals umgehauen hat und noch heute überwältigen kann. Bei Joonas Kokkonen geht es um das ewige Licht. Und hier schwingt schon eine metaphysische Ebene mit. Licht nicht nur als physikalisches Phänomen, sondern auch als übersinnliche Erscheinung, als Transzendierung unseres Daseins nach dem Tod. Denn Lux Aeterna ist Bestandteil der liturgischen Totenmesse. Diese Mehrdeutigkeit von Licht erleben wir bei Kokkonen im Oszillieren zwischen Dur und Moll, in irrlichternden Lichtreflexen, die in chromatisch schnellen Bewegungen über choralartige Akkordfolgen huschen. Liegende Akkorde und entlegene Harmonien. In ihnen dehnt sich das Licht in Zeit und Raum aus, in die Ewigkeit, und kommt uns allmählich näher, wird größer und stärker. Und am Höhepunkt lösen sich die Gegensätze auf, alles ist reines Licht, reine Energie. Am Schluss kehrt Kokkonen wieder zum Anfang zurück und der Kreis der Ewigkeit schließt sich.
Lux Aeterna, ein Lichtchoral für Orgel von Joonas Kokkonen. Motivisch verwandt mit seiner Oper Die letzten Versuchungen von 1975. Hier erklingen viele Choräle, die an Johann Sebastian Bach erinnern. Und wer genau hingehört hat, hat in den choralartigen Akkordfolgen vielleicht ein B-A-C-H-Thema erkennen können. Wenn nicht, auch nicht schlimm, Sie können dieses Konzert ja nochmal auf YouTube nachhören und vielleicht entdecken Sie beim zweiten Mal ja noch mehr Neues. Vom ewigen Licht kommen wir zum Abschluss unseres Konzerts wieder zu diesseitigeren Klängen und zu einem diesmal gut hörbaren Thema, dem sogenannten Westminster-Schlag. Das sind Glockenschläge zu vier Tönen, im Original H, E, Fis, Gis, die in unterschiedlichen Reihenfolgen jede Viertelstunde ertönen. Wo? In London natürlich, im großen Uhrenturm des Westminster-Parlaments, dem Elizabeth Tower oder auch Big Ben. Wobei Big Ben eigentlich der Name der größten und schwersten Glocke in diesem Turm ist, die die Stundenzahl schlägt, aber der Name hat sich auch für den Turm selbst eingebürgert. Und das Tolle ist, Sie müssen gar nicht nach London, um dieses schöne Glockenspiel zu erleben, abgesehen davon, dass man ja zurzeit ohnehin nicht groß reisen soll. Falls Sie aus Freiburg kommen oder in Freiburg zu Besuch sind, spazieren Sie doch einfach mal zu einer vollen Stunde an der Johanneskirche vorbei, St. Johannes. St. Johann, südlich des Martinstores gegenüber der Dreisam gelegen, im schönen Stadtteil Viere. Ich hatte das Privileg, viele Jahre in der Viere zu wohnen und der Westminster oder Johannesschlag hat mich jahrelang treu begleitet. In London ist der Uhrenturm des Big Ben samt seinem Glockenspiel natürlich eine Attraktion und das war sie schon im 19. und beginnenden 20. Jahrhundert. Der französische Organist und Komponist Louis Vierne schreibt über den Westminster-Schlag 1927 sein Fantasiestück Carillon de Westminster, das zu seinen populärsten Werken überhaupt werden sollte. Man tut dem Werk jedoch Unrecht, wenn man seine Popularität nur auf das Glockenspielthema von Westminster reduziert. Denn Louis Vierne war ein hervorragender Organist. Er wurde im Jahr 1900 zum Titularorganist an der jetzt leider zerstörten Kathedrale Notre-Dame de Paris ernannt. Und ein genialer Improvisator. Seine Improvisationen sollen so vollendet gewesen sein, dass sie von echt komponierten Stücken kaum zu unterscheiden waren. Und so liegt es nahe, dass viele seiner Werke aus solchen hervorragenden Improvisationen entstanden sind. In diesem Sinne ist das Carillon de Westminster auch mehr als bloße Lautmalerei eines akustischen Ereignisses. Louis Vierne bettet die Glockenschlagmotive äußerst raffiniert in toccatenartige Figurierungen ein. Mal erklingen sie in der Oberstimme, mal im Bass. Und über allem scheinen permanent vibrierende Schallwellen zu liegen, die den Klang des Glockenspiels forttragen, mal in die Ferne, mal ganz nah zu uns heran. Hier kommt das Schwellwerk effektvoll zur Geltung. Spannend ist auch der Kontrast zwischen dem pentatonischen Glockenspielthema und den zum Teil tonartfremden oder chromatischen Umspielungen, die spätromantisch bis impressionistisch anmuten. Zum Abschluss noch einmal Johannes Götz mit dem Carillon de Westminster von Louis Vierne.
Ja, vielen Dank, Johannes Götz, für diesen grandiosen Schlussakkord in unserem Konzert und auch in der ganzen Konzertreihe in diesem verrückten Corona-Sommer. Rechte Hand und Registrantin von Johannes Götz war Susanne Filser. Dann gebührt ein ganz herzlicher Dank dem Stream-Team, das es möglich gemacht hat, dass viele ZuhörerInnen dieses Konzert auf YouTube mitverfolgen konnten. Applaus für Thomas Weber, Joachim Gossmann, Norbert Schnell und ich glaube auch Sohnemann Tristan Schnell ist mit von der Partie. Die Standfotos von der Kirche für den YouTube-Stream, also das, was man gesehen hat, wenn man nicht gerade Johannes Götz oder mich sah, sondern Bilder von der Kirche, die hat Leopold Rombach geschossen. Damit Sie Ihre Eintrittskarten bekommen konnten, auf Ihren Platz gelangen und die Kirche auch Corona-konform wieder verlassen können, sind viele Helferinnen und Helfer im Einsatz. Auch Ihnen ganz herzlichen Dank. Und ohne die Organisation im Hintergrund, ohne die Frau, die alle Fäden gezogen hat und sich mit den Pandemieauflagen herumschlagen musste, wäre das Konzert in dieser Form nicht möglich gewesen. Ganz herzlichen Dank an die Konzertmanagerin Gabi Schwer. Und jetzt überlasse ich das Feld Pfarrer Armbruster, der gerne auch noch ein paar Worte des Dankes sprechen möchte. Bitte schön. Orgelmusik erleben. Das waren 6 Konzerte. 3 davon habe ich im Livestream miterlebt, weil ich selber im Urlaub war. Eine begeisternde Erfahrung. Wenn man jetzt so die Reihen sieht, dann sind die Reihen gelichtet. Und um solch ein Konzert durchführen zu können, braucht es eben nicht nur Ihre Eintrittsgelder, sondern auch andere, die dieses Konzert und die Arbeit hier unterstützen. Ein herzliches Vergeltsgott dem Freundeskreis Kirchenmusik, der durch eine großartige Spende das Ganze hier mit ermöglicht hat. Persönlich ist mir wichtig zu sagen, meinem Organisten Johannes Götz, dass er ja nicht nur diese Reihe gemacht hat, sondern irgendwie hat die Pandemie ihn kreativ beflügelt. Nicht innerlich zusammenbrechen lassen als Künstler, sondern beflügelt. Er hat verschiedene Projekte, die Sie auf der Homepage barockkirche-st.peter.de durchschalten können, auf den YouTube-Kanal, der schon erwähnt worden ist. Diese Dinge hat er initiiert, sondern er hat auch dafür gesorgt, dass bei unseren Gottesdiensten immer eine gute musikalische Qualität da war. Wir hatten Ende Juni hier das Patrozinium St. Peter und wir hatten in St. Märgen Mitte August ja das Patrozinium Maria Himmelfahrt und es waren jeweils auch musikalische Genüsse. Also wer so etwas leistet wie diese Orgelkonzerte, und wer darüber hinaus noch sich so kreativ einbringt ins pfarrliche Leben, ins gemeindliche Leben, darüber hinaus hat er ein Seminar veranstaltet, zusammen mit Professor Walter, für die Kirchenchöre, für die Vorstände und für die Dirigenten, wie kann man in dieser Pandemiezeit umgehen, ist wirklich ein kleiner, kreativer Meister. Johannes, vergelt's Gott.
Liebes Publikum, schön, dass Sie da waren und mit Ihrer Präsenz das... Oh, Mikro ist schon aus. Ich probiere es... Ah, jetzt ist es wieder an. Nochmal, damit Sie es alle verstehen. Liebes Publikum, schön, dass Sie da waren und mit Ihrer Präsenz das Konzert zu einem lebendigen Kulturereignis gemacht haben. In diesen Zeiten ja keine Selbstverständlichkeit. Ich hoffe, Sie konnten die bunten Lautmalereien genießen und tragen noch etwas davon mit nach Hause. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Sonntagabend und bleiben Sie gesund.